Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Avon Colony. Ich grüße euch. So, meine Lieben, wir gucken jetzt mal. Hier, das gefällt mir noch überhaupt nicht. Wir haben hier zwar einen Außenposten gebaut, aber der kommt noch nicht rum ums Eck. Wir werden hier nochmal einen zweiten herbauen, einfach um hier ein bisschen zu entlasten, damit der sich hier drüben verteilen kann. Und damit das sich ein bisschen besser verteilt. Deswegen werden wir hier unten ein bisschen eigentlich kleinere Gebäude hinbauen. Das ist okay. Das hier schaut gut aus. Das hat uns jetzt auch wieder viel Luft gebracht. Und ich hoffe, dass dieses Gebäude jetzt auch aufrüstbar ist. Das können wir dann langsam anheben, das Zeug. Hier hinten haben wir noch Eisen, das sollten wir eigentlich uns auch noch holen. Das Potage brauche ich jetzt nicht. Wie gesagt, unsere Zielsetzung war, hier hinten zu dem Gold zu kommen. Da möchte ich nach wie vor hin. Und weiter hinten finden wir Splittersturm. Eissplittersturm. Warte mal. Oh. Gegen Creepsporen, solchen Sporen und Splitterstürmen verteidigen kann. 22 Naniten. Warte mal kurz. Was ist wichtig, dass wir schützen? Hier, diesen Bereich hier eigentlich. Dann bauen wir hier mal so eine Kanone rein. In der Hoffnung... Oh, 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 oh. Der Plasmaturm, der wäre gut, wenn der jetzt laufen würde. Weil der zerstört nämlich auch unsere Fußwege. Müssen wir nämlich dann gleich durchgehen. Ob alles noch da ist. Und da kommt der Winter. Okay. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir setzen jetzt mal die Einwanderungszentren wieder auf eine normale... auf eine normale Benutzung. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie ist die, zum einen die Sicherheit. Hier ist effektiv noch wahnsinnig Arbeit vor uns. Also da werden wir auf jeden Fall noch gucken, dass wir die Polizeidrohnen hier gerade im Zentrumsbereich nochmal aufrüsten. Weil die Kriminalität hier haben wir noch nicht ganz in die Reichweite gebracht. Und auch hier werden wir definitiv mehr Polizei brauchen. Schade eigentlich, Mensch. So wenig Leute und schon Kriminalität. Das ist so traurig eigentlich. Warte mal ganz kurz. Apropos Kriminalität. Lass mal ganz kurz gucken. Wir haben noch nicht mal die Hälfte unserer Arbeitsplätze belegen können. Dann haben wir das Problem falsch angepackt. Warum geht die Moral gerade runter? Was fehlt uns? Grenzwertig, okay. Wir brauchen bessere Nahrung. Können wir hier noch irgendwo was anbauen, wo es vielleicht ein bisschen mehr... Hier ist noch ganz gut. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Anbaumöglichkeiten, ein bisschen mehr Fläche hier. Weil wir Nahrung gerade wahnsinnig einbüßen. Weizen... Die Sporen. Im Xenosalbe produzieren wir eigentlich auch sehr wenig. Sollten wir auch mal ein bisschen mehr machen. So, und jetzt bauen wir dann endlich das Ding. Luftqualität hier ist schlecht, okay.
Wobei, 70% ist okay. Wir können hier noch einen Filter aufrüsten. Wir könnten auch hier nochmal einen guten Filter reinsetzen, einfach. Nochmal hier vielleicht. So einen richtig guten, leistungsstarken Filter, damit wir einfach mal hier ein bisschen den Sauerstoff auf Stand bringen können. Da hinten schaut er ganz gut aus. Hier schaut er auch, wie gesagt, immer besser aus. Hier haben wir eh schon ein bisschen Mangel und deswegen hauen wir da nochmal richtig drauf. Und hier möchte ich auch, apropos draufhauen, nochmal Polizei einsetzen und hier auch nochmal. So. Kriminalität kriegen wir damit hoffentlich in den Griff. Ich hoffe sehr drauf. So, wie schaut's mit den Ressourcen aus? Schaut super gut aus. Kelko-Schlammverarbeitung. Ja, wir haben halt jetzt Winter. Das macht uns die Sache gerade extrem unangenehm. Ja, wir arbeiten dran. Wie schaut's hier aus? Wir produzieren hier wahnsinnig viel Mais-Sirup, oder? Lass mal Goldpflaumen herstellen. Lemonade geht gerade nicht, ne? Mais-Sirup reicht auch dafür nie aus. Okay, was produzieren wir hier? Nichts. Wir haben noch Gebrauchsgüter, aber nicht mehr viele. Wir müssten mehr Mehl herstellen und dafür bräuchten wir halt... Machen wir Gewürzbrote. Und hier bestellen wir... Nochmal Gewürzbrot her. Wir brauchen dringend Weizen. Weizen ist so quasi das, was jetzt gerade momentan fehlt. Okay. Habe ich verstanden? Hier sind keine Bautruhen in Reichweite. Echt jetzt? Und dann muss man das hier verlegen, das hilft da nichts. Wir brauchen definitiv mehr Weizenfarmer. Und da sehe ich halt hier eine schöne Möglichkeit, hier im Kern einfach mal so eine Reihe Weizenfarmer herzusetzen. Und dann damit quasi uns ein bisschen auch aus der Nummer rauszuziehen. Aber dazu brauchen wir hier auf jeden Fall diese Einrichtung, damit wir hier weiterbauen können. Und dann könnte man vielleicht hier rüber auch nochmal den Sprung kriegen dazu, dass wir hier mehr Außenposten bauen. Wie schaut die Belegung hier aus? Und hier drüben kommen auch Leute. Hier sind wir noch mit unserem Projekt Außenposten noch nicht weiter. Das werden wir uns auch nochmal machen. Okay. Aber zuerst Nahrungsproblem lösen. Warte mal, wenn ich das hier baue. 7 Weizen die Stunde. Und das hier? 8,8. Das würde auf jeden Fall mehr Ertrag bringen. Mais. Können wir auch mal eins bauen. So. Und dann geht's weiter. Da werden wir auch... An der Stelle werden wir auch ansetzen. Wir werden das ganze Feld hier zubauen mit unseren Gewächshäusern, damit wir auch wirklich jetzt mal ein bisschen mehr Nahrung herbekommen. Die Winter hauen uns nämlich jedes Mal so rein. Und ganz ehrlich, da sind unsere Gewächshäuser sind da an der Stelle Gold wert. Ja, dann machen wir da natürlich Weizen her. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier anfangen, ganz dringend Außenposten zu bauen. Denn ohne die Dinger geht jetzt gerade alles in den Bach runter. So, und hier kommen die ersten Leute ran.
Bistro-Modus. Und pass auf, dann stellen wir mal das hier. Für die Musik und Unterhaltung, okay? Ich will die Qualität von Nahrungsmitteln hier definitiv in der Kolonie steigern, und zwar ganz massiv. Und deswegen stelle ich die auf den Bistro-Modus um, weil wir hatten ja gesagt, wir haben hier von der Nahrungsqualität her, die war grenzwertig. Deswegen sollte man da ein bisschen gucken. So, stellen wir da nochmal ein großes Gebäude, eine große Unterkunft her. Und dann müssen wir hier weitermachen. Oh, ich brauche ein Hochhaus. Beziehungsweise eigentlich mehr Weizen, aber ein Problem nach dem anderen, ne? Ich weiß, ich sollte eigentlich was ganz, ganz anderes machen, um diese Mission hier abzuschließen. Aber ich will das Problem für den nächsten Winter lösen. So, jetzt haben wir nämlich damit auch die Verbindung zu dem anderen wieder rübergebracht. Und das Hochhaus werden wir auch bauen, aber noch nicht im Augenblick. Hier schaut es wieder besser aus, da könnten wir weitermachen. Okay. Gefährlich niedrig, das kriegen wir hin. Da kommen wir jetzt mit unseren wunderbaren Geräten hier raus. Aber das wird natürlich, hat natürlich den nächsten Einfluss. Wir haben immer noch 50% unserer Arbeitsplätze gerade mal belegt. Das bedeutet, wir müssen da weiterarbeiten. Aber im Augenblick interessiert mich eigentlich gerade mehr, dass das hier funktioniert, weil jetzt kann ich nämlich wieder hergehen und kann mir hier überlegen, diese Bomben abzubrechen und Mehl herzustellen. Und mit dem Mehl kommt Gewürzbrot an. Und auch alles mögliche andere, was halt noch irgendwie was braucht. Wir machen mal das Xeno-Salbei, lassen wir mal ein bisschen aufstocken. Und stellen Mais-Sirup her. Goldflaumhammer. So, und jetzt gucken wir mal schnell, wo ist der größte Wohnungspanik-Notstand, den wir hier kennen? Im Prinzip eigentlich, wenn man es genau nimmt, hier oben. Hier oben ist eigentlich am meisten Arbeit zu tun und wird aber nicht, weil hier oben ist eigentlich am stressigsten. Ist hier blockiert, weil? Außenbereich oder was? Oh nee, das wäre saublöd. Dann fände ich es eigentlich hier oben oder hier unten ziemlich geil, weil wir hier wollen wir ja sowieso hin. Machen wir das hier unten hin, auch wenn das jetzt im Augenblick noch schwachsinnig erscheint, ich habe da eine Idee. Okay, dann kommen hier unten auf jeden Fall noch Parkanlagen her. Und dann kommt hier ein Bar und Grill her. Und dann kommt genau gegenüber kommt eine Verstärkerausgabe her. Und dann baue ich endlich dieses blöde Expo-Center. Sorry. Und das lass mal aufrüsten vom Nachbarn. Damit da mal ein bisschen schneller was geht. Verstärkerausgabe. Wie gesagt, in die Richtung wollen wir, ne? Ja. Sollte man gleich vorplanen, damit das nicht untergeht. Da können wir nämlich auch wunderschön das Expo-Center dann reinstellen, meine Lieben. Das machen wir nämlich auch.
Oh, wir kriegen Brot geliefert. Das ist sehr geil. Muss mal ganz kurz gucken. Schaut gut aus. Naniten gegen Holo-Einheiten ist auch eine geile Geschichte, aber das ist okay. So. Zuwanderungszentrum haben wir schon gebaut. Ein Handelszentrum 2, das will ich nicht bauen. Wie schaut das eigentlich nochmal aus? Ist gut mit der Synthese. Geht aber, hätte noch, ging hier noch schöner. Das Einkaufszentrum und den ganzen anderen Plunder machen wir dann hier in die Länge nach. Aber nicht mehr in dieser Folge, meine Lieben, sondern in der nächsten, wenn ihr denn Bock drauf habt. Bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns wann anders. Schauen wir mal wann. Aber wir kriegen jetzt nochmal solchen Sporen rein. Warte mal kurz. Stop it. Welche Richtung haben die? Die fliegen hier rein. Dann müssen wir hier Defense bauen. Ganz wichtig. Dann bauen wir hier einmal Defense und hier einmal. Zur Sicherheit nur. Okay. Aber meine Lieben, in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Ich wünsche euch nur das Allerbeste. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.